Willkommen zurück zu Papers, Please, einer weiteren Folge. Wir sind am Tag 25 angekommen, mit 480 Credits. Das ist eine ganze Menge. Die Wahrheit von Astotzka, Epidemie bedroht Vereinigte Föderation, Polio jetzt vollkommen außer Kontrolle. Gehen wir zur Arbeit. Und Sergio möchte scheinbar mit uns reden. Na, mein Freund, wie geht's? Kannst du mir wohl einen kleinen Gefallen tun? Im Krieg, da habe ich diese wunderschöne Frau kennengelernt. Es vergeht keine Sekunde, in der ich nicht an sie denke. Gestern habe ich gehört, dass sie endlich hierher kommt. Bitte lass sie durch und ich stehe für immer in deiner Schuld. Ihr Name ist Elisa. Haben wir hier irgendwie so ein, keine Ahnung, Medaillon oder so bekommen? Bild von ihr. Da kann man nichts mit Diskrepanzen-Scanner machen. Okay. Für Sergio von deiner Elisa, ich liebe dich. Okay. Lass mir das mal hier unten, wenn sie vorbeikommt. Er hat nicht gesagt, dass sie heute kommt. Er hat nicht gesagt, ob sie heute kommt. So rum. Sie kann heute kommen, aber vielleicht kommt sie auch nicht heute. Ach, Stocker hält. Packen wir dorthin. Silbernen Schlüssel zuerst. Goldenen oben drauf. Inspektor, Bürger der Vereinigten Föderation stellen ein Infektionsrisiko dar. Alle Einreisewilligen aus der Vereinigten Föderation sind abzuweisen. Astotzkanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altern sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Astotzka. Gesuchte Kriminelle. So, und dann unser Handbuch mit der Karte. Und dann sagen wir, nächster. So, Papier bitte. Transit und einige Tage. Keine Einreise aus der Vereinigten Föderation. Es ist strengsten verboten, Krankheiten nach Astotzka einzuschleppen. Was? Ich bin noch kein gesund. Es ist ja so leicht, jemanden abzuweisen. Der ganze Papierkram für die Tonne. Es tut mir sehr leid für Sie. Aber das sind nun mal Regeln, an die ich mich halten muss. So. Asyl. Asyl, Fingerabdrücke. Integrieren. Okay. Die sehen in Ordnung aus. Ja. An sich schon. Gut. Felix Gossmann. Gossmann Felix aus Integrieren, genau. AF1GP, AF1GP, NHJLD, NHJLD. 5.10.42, genau. 1,99. Jo, okay, Diskrepanz aufgeklärt. Er ist scheinbar 2 Meter groß. Keine Ahnung. 103 Kilogramm. Die Bilder sehen in Ordnung aus. Siegel auch. Das Datumsiegel, okay. Sankt Marmoro, Datum, Bild, passen. Wunderbar. Kann er durch. Nächster. Ja, wird nicht gesucht. Zweck der Reise, Besuch, Dauer 2 Wochen. Besuch 2 Wochen, genau. Jona Prinz, Prinz Jona, VW U08, VW U08, 9JNTS, 9JNTS, ja. Datum, Siegel passen. Das Bild ist ein bisschen anders, passt aber. 1,69, ungefähr 51 Kilogramm, wellige Haare, das sieht man, ist abgelaufen. Hatte zu tun. Bitteschön. Okay, Papiere bitte. Nö. Okay. Ich lasse Ihnen das mal hier. Du bist heiß wie Feuer, Objekt der Begierde. Bereitest mir Herzschmerz. Gib mir einen Pass. Gib mir ein Visum. Das ist wie bei Georgie, weißt du? Ah, nee. Vorgenehmigt, okay. Ja. Tut mir leid. Ich habe ihm noch so einen schönen Zettel gegeben. Ja, danke, den behalte ich auch. Ja, ja, okay. Sie wird nicht gesucht. Zweck der Reise? Einwanderung. Einwanderung unbegrenzt.
Das ist ein altes Bild, das kann sein. Ava, Milovna, Milovna, Ava. Aber die passen an sich, ja. 52B9S, 52B9S, 7AQWU, 7AQWU, Anwendung unbegrenzt, Datum, Siegel passen, 1,78, 77 Kilogramm, Übergewicht 27.12. ist noch in Ordnung. Dann Antegrien, St. Marmoro, okay, 8.05.84, Bilder passen, dann darf sie durch. Nächster. So, wird nicht gesucht. Zweck ihrer Reise, Transit, Dauer, 2 Tage. Transit, 2 Tage. Ein Scheißleben ist das, keiner liebt mich. Für mich? Ja, für sie. Adriana Bielz, Bielz Adriana, wie Feuer, Objekt der Begierde. Meine Güte, sowas Nettes hat ja noch keiner zu mir gesagt. Der Teil mit dem Visum ist irgendwie verwirrend, aber der Rest ist halt wirklich Feuer. Danke. Haben ein Achievement. Adriana Bielz, Bielz Adriana. AHCWF, AHCWF, V9LNS, V9LNS, Transit 2 Tage, Transit 2 Tage. 8.1.83, wunderbar, 1,86, 68 Kilogramm, kinnlange Haare, Datum ist auch in Ordnung. Kolächen, Jokostadt, Datum passt, Bild passt, darf sie durch. Vielen Dank noch einmal. Papier bitte. Altan, oh. Debri Leuk, 10.11.49, 1,71, 75 Kilogramm, Ostgrästin, wunderbar. Das muss ich leider einbehalten, konfiszieren. Pass, er wird konfisziert. Das können Sie doch nicht machen, rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Sollte man vorher nur so ein Schild hinstellen. Zweck der Reise, Anwesenheit wurde es verlangt. Wie geht's Dimitri? Ich höre, er leitet jetzt den Übergang. Mir scheint, er passt hier gut hin. Ich wette, er ist immer noch ein schrecklicher Boss. Ja, das ist er. Shä, Pirsovka. Pirsovka, Shä, das ist eben genau die, die wir durchlassen sollten. UQ, B52, UQ, B52, 3W6PC, 3W6PC. Integrin, Republien, Impor. Oh oh. Oh oh. Nein. Akkreditierung gilt nicht für Astotzka, klären Sie das mit Ihrem Vorgesetzten. Ach, das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun, Dimitri ist niemand, der so schnell verzeiht. Nein, ich stelle Sie natürlich nicht unter Arrest. Wissen Sie, Dimitri hat mich gebeten, hierher zu kommen. Er hat gesagt, ich kann einfach durchgehen, aber anscheinend hat der hier doch nicht so viel zu melden. Hat er nicht, ich entscheide. Ja? Wir hätten Sie natürlich unter Arrest stehen können, aber das wäre komplett übertrieben. So, wird nicht gesucht, Arbeit ein ganzes Jahr. Arbeit ein Jahr, wunderbar. Maria Lin, Ikion Maria Lin, P6TKC, P6TKC, AH4LB, AH4LB. Arbeit ein Jahr, 9.1.83, und sie gestimmt, haben wir das vorher. Maria Lin, Ikion, ein Jahr, das ist in Ordnung, schöne Künste, Datum passt, 1,75. Genau, 56 Kilogramm Brille. Brille ist immer so eine schöne Beschreibung. 18.12. ist ein bisschen knapp, aber okay. Oberes Tarn, mageres Datum und Bild passen. Dann darf sie durch. So, wahrscheinlich die letzte Person heute. Wird auch nicht gesucht. Gut. Busenfeld. Busenfeld-Distrikt, genau. Jokav Beatrice. 24.12.1930. Ihre Daten passen nicht zusammen. Davon weiß ich nicht. Nichts. Erstmal Rest. Na. Nee, passt nicht. Egal. Oder? Doch. Knapp. Ui. Haben es doch noch geschafft. Papiere bitte. Zweck der Reise. Transit. Dauer 2 Tage. Wunderbar. Nikolai Kraulik, Kraulik Nikolai, R8D9R, R8D9R, DXL9A, DXL9A, genau, das passt alles, 1,71, ungefähr 85 Kilogramm, gute Augen kann man jetzt schwer überprüfen, oberes Tarn, Launders, Datumbild passen, dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger.
Wunderbar, damit hätten wir Tag 25. 515 Credits haben wir. 35 Credits mehr. Genau. Ein Achievement fehlt uns noch. Ein einziges. Und das kommt bestimmt irgendwann noch. Bald. Wahrheit von Astotzka, 18. Dezember 1982. Ministerium für Gesundheit schützt Bürger. Neue Richtlinien, Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze. Das wird schön für uns. So, ziehen wir das mal in die Mitte. So. Inspektor, die Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie ist zu groß. Neue Vorschriften sind ab sofort in Kraft. Alle Einreisewilligen müssen über eine gültige Impfbescheinigung über einen aktuellen Polio-Impfstoff vorlegen. Diese Vorschrift betrifft Inländer, Ausländer, Diplomaten und Asylsuchende. Bitte wenden. Bürgern der Vereinigten Föderation ist die Einreise mit einer solchen Bescheinigung gestattet. Astotzkanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altan sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Astotzka. Okay. Wunderbar, das packen wir dorthin. Keine Ahnung, heute Morgen, irgendwann kommt sie schon. Schlüssel einmal so. Wenn ich dann nach dem Schlüssel greife, kriege ich erst den goldenen. Und dann sagen wir, Biester wird nicht gesucht. Wunderbar. Papiere bitte. Sie ist zu Besuch und ein paar Monate. Besuch 3 Monate. Okay. Hier ist die Impfbescheinigung. Anne Laplantine. Laplantine Anne. Wunderbar. 2A8BS, 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 DQ27B, DQ27B, wunderbar. Polio, 81 wurde es geimpft, das hält 3 Jahre lang, bedeutet, die ist noch gültig. Besuch 3 Monate, hat sie gesagt, wunderbar. Ist noch gültig, Siegel passt. 1,81, so ungefähr 55 Kilogramm, glatte Haare, kommt hin, Datum ist in Ordnung. Impor, Enkio, Enkio passt, Datum passt, Bild passt. Dann darf sie durch. Wir haben jetzt hier also noch ein weiteres Dokument, was wir überprüfen müssen. Maximal müssen wir jetzt einfach 5 überprüfen. Hoppla. Transit 2 Tage. Achso, okay. Transit 2 Tage. Jan Kubelka, Kubelka Jan, Jan Kubelka, EUTUV, EUTUV, EUTUV. 5RGRB, 5RGRB, 5RGRB. So, 81 wurde geimpft, das hält 3 Jahre lang, also das ist in Ordnung. Transit 2 Tage hat er gesagt, Datum stimmt und Siegel auch. Siegel stimmt nicht. Siegel stimmt nicht, Siegel stimmt nicht, Siegel stimmt nicht, Siegel stimmt gar nicht. Das muss ein Kreis mit Schrift sein oder nur ein Quadrat. Ich bin fast drauf reingefallen. Das ist eine billige Fälschung. Also, sie ist wahrscheinlich nicht billig gewesen und es ist auch nicht eine ganz einfache Fälschung, aber okay. Sie kennen Sergio? Er hat gesagt, Sie sind ein Freund. Sie würden mir helfen. Bitte, ich habe meine ganze Familie verloren. Nur Sergio ist mir noch geblieben. Sie haben nicht die erforderlichen Papiere bei sich. Ich habe es so lange versucht. Sie wollten mich einfach nicht gehen lassen. Er wartet auf Sie. Mein Liebster, ich vermisse ihn. Vielen, vielen Dank. Das werde ich ihn niemals vergessen. Da geht sie hin. Wir kriegen natürlich einen Verweis. Und klar. Elisa, sie laufen aufeinander zu. Besuch 1 Monat. Wird nicht gesucht. Okay. Besuch 1 Monat, wunderbar. Sie umarmen sich. Einfach so, auf dem Weg. Johanna Svebilius. Svebilius, Johanna. Moment. Sie hat keinen Impfnachweis. Mir fehlen die Worte. Na, dann können wir sie abweisen. Und sie darf gehen. Oh, wie schön. 2 Herzen. Wieder miteinander vereint. So, Papiere bitte. Zweck der Reise, Arbeit. Ach du je. Dauer des Aufenthalts 6 Monate. Die Kontrollen hier sollen ja sehr streng sein, da bin ich aber froh, dass meine Papiere in Ordnung sind. Sie wird nicht gesucht. Wunderbar.
Dann schauen wir uns mal das Ganze durch. Alexandra Orlova, Orlova, Alexandra, Alexandra Orlova, PMDE1, 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 3x709, 3x709, 3x709. Okay, Polio wurde 82 geimpft, das heißt, es ist noch gültig. Arbeit 6 Monate, Arbeit 6 Monate, wunderbar. Ist auch noch gültig, Siegel passt. Alexandra Orlova, das passt nicht. Sie sagt, das ist alles gut, aber es ist eine Fälschung. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie haben mir gesagt, das ist alles in Ordnung, aber das Siegel ist falsch. Also, tschüss. Auf Wiedersehen. So, wird nicht gesucht. Zweck der Reise, Einwanderung, okay. Wunderbar. Einwanderung unbegrenzt. Tamu Polu, Polu Tamu, Tamu Polu, JF8PE, 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 GC7XF, GC7XF, GC7XF. Polio wurde 81 geimpft, wunderbar. Ja, Einwanderung unbegrenzt hatten wir schon. Datum passt, Siegel passt. 1,78 ist in Ordnung, 85 Kilogramm, kurze Haare, Datum passt auch. Oberes Tarn, Launders ist in Ordnung, Datum passt, Bild passt. Wird er gesucht? Nö. Wird nicht gesucht, dann darf er durch. Wunderbar. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Altan, Altan, okay. Ride, Adlina, Atinla, Atinla, Atinla Ride, okay. 6XF1V, 6XF1V, LJW3T, LJW3T, Polio wurde 80 geimpft, das heißt, das ist gerade noch so gültig. Ja, Altern hatten wir 23.01.37, genau, 1,78, 66 Kilogramm, das ist in Ordnung. Paradiesner ist gültig, Bild passt und Datum auch, aber wir müssen leider Ihren Pass wegnehmen. Mein Pass? Er wird konfisziert. Wie soll ich dann reisen? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Nächster. So, Papiere bitte. Zweck der Reise, Besuch, Dauer des Aufenthalts, ein paar Wochen. Oh. Ha. Oh Mann. Puh, ich musste die zweite Waffe einsetzen. Oh Mann. Tödlich. Wir haben eine tödliche Waffe verwendet. Ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Da waren drei Leute gleichzeitig. Zwei auf Motorrädern. Die hatten beide Bomben an sich dran, als ich sie mit der Narkosewaffe beschossen habe. Die sind beide in die Luft geflogen. Und den einen habe ich verfehlt und dann musste ich die tödliche Waffe einsetzen. Oh mein Gott. Ich bin noch voll am Zittern. Oh mein Gott, wir haben es. Haben es hinbekommen. Drei Leute auf einmal. Scharfschützenbonus 20. Stark. Wir haben drei Leute ausgeschaltet, wir bekommen trotzdem nur 20. Wir verfehlen einmal, treffen trotzdem nochmal, wir bekommen auch nur 20. Ich hätte vielleicht das Dreifache erwartet. Wäre nett gewesen, ja, wenn ich drei Leute aufhalte. Aber naja. Sparnisse 515, Gehalt 6. Ziemlich schlecht. Arrestbonus 10. Nicht schlecht, ja. Miete, Medikamente, Umzug in Klasse 7, Nahrung, Heizung müssen wir alles natürlich bezahlen. 510 bleiben übrig, aber ich meine, hey, kleine Änderung, ja, passt gar nicht. Puh, okay, wir haben es geschafft. Und damit würde ich auch sagen, mit diesem genialen Ende, sagen wir, das ist das Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!